Willkommen zu unserem ersten Insta-Live-Gespräch, das wir heute führen. Wir sind hier live auf der Republika in Berlin und wir gucken immer so interessante Gäste, die hier so rumlaufen. Gibt es ja einige, denn hier sind ja alle versammelt, die man kennen muss, wenn es um Digitalisierung geht. Und wir haben hier auch einen schönen Stand vom iRights Lab, wo ihr natürlich immer auch vorbeischauen dürft. Und einer unserer spannenden Gäste, die wir gefunden haben auf dem Gelände hier in der Station in Berlin. Wir sind fast Nachbarn, wir können uns sehen, wenn wir so rüber gucken. Ist Christian Rapp von der TUI-Stiftung. Und mit der TUI-Stiftung haben wir unter anderem ein sehr, sehr spannendes Projekt, das ich hier gerade auch in der Hand halte. Das ist ein Projekt zum Thema Young Europe. Da geht es darum, dass wir junge Menschen fragen, welche Idee, welche Vorstellungen haben die eigentlich von einem Europa der Zukunft? Welche Ideen für ein gemeinsames Europa, für die europäische Idee, die gerade ja wieder total aktuell ist. Denn wir haben in wenigen Wochen die Europawahl anstehen. Und ja, vielleicht sagst du ganz kurz, lieber Christian, einfach wer du bist, warum du machst, was du machst und was es mit diesem Young Europe-Projekt eigentlich auf sich hat. Ja, also mein Name ist Christian Rapp. Ich arbeite für die TUI Group und mache da unter anderem die Kommunikation zu den Themen auch Nachhaltigkeit und Stiftung. Und die TUI Stiftung hat sich halt dem Thema Jugend und Europa verschrieben. Und da liegt es ja nahe, dass wir jetzt im Jahr der Europawahl auch nochmal Projekte aufsetzen, die junge Menschen mit dem Thema Europa ganz explizit in Verbindung bringen und sie und dafür sorgen, dass diese jungen Leute halt auch mit ihren Meinungen am öffentlichen Dialog über Europa teilhaben können. Und das war so der Hintergrund, als wir angefangen haben, mit euch über das Projekt zu sprechen, dass wir gesagt haben, wir wollen was machen, wo wir junge Leute dazu aufrufen, sich mal damit auseinanderzusetzen, wie sie sich eigentlich die Zukunft Europas vorstellen. Und wie macht man das heute? Natürlich mit einem Online-Wettbewerb. Und da habt ihr ja dann auch unterstützt, ja, dass wir auf allen möglichen Kanälen präsent waren, dass wir Instagram-Werbung geschaltet haben, wir waren auf Twitter präsent und wir haben dann wirklich, ich finde, innerhalb von sehr kurzer Zeit mehr als 100 sehr hochwertige Einreichungen gehabt, was für so einen Wettbewerb, glaube ich, ein toller Erfolg ist, weil wir das halt bewusst auch ohne klassisches Medium und ohne Medienkooperation gemacht haben. Wir wollten halt die Leute auch da abholen, wo sie jeden Tag unterwegs sind und das ist online. Aus diesen Einreichungen sollen jetzt zwei Sachen entstehen und der Prozess ist da jetzt eigentlich auch schon fast abgeschlossen. Auf der einen Seite haben wir junge Leute, die mitgemacht haben, dann nochmal zu einem Workshop nach Berlin eingeladen, wo sie mit Experten zusammengekommen sind und wir haben dann sozusagen diese Einreichung und diesen Workshop genutzt, um eine Charta für Europa zu gestalten oder die jungen Leute haben die gestaltet, wo sie ganz konkrete Forderungen stellen, wie sie sich die Zukunft Europas vorstellen, was sie von der Politik erwarten. Es sind spannende Sachen rausgekommen, ja. Sie fordern ein Amt für Würde. Das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz zum Beispiel, haben sie bewusst auf Platz 2 dieser Charta gesetzt. Das Thema Digitalisierung haben sie als Extrapunkt aufgenommen. Also ich habe da ganz viele Punkte so für mich auch mitgenommen, wo ich dachte, ja, eigentlich schon interessant, wie junge Leute über Politik nachdenken, was die wichtigen Themen sind. Und das sehen wir ja auch an anderer Stelle. Ja. Und der zweite Punkt, was ich das noch sagen darf, der daraus entstehen soll, ist eine Graphic Novel, ich würde jetzt sagen ein Comic, aber Graphic Novel, der sozusagen diese Themen aus der Charta, aus den Einreichungen aufgreift und daraus ein spannendes Comic macht. Und auch dazu haben wir wieder Leute, die bei dem Wettbewerb mitgemacht haben, nach Berlin eingeladen. Ihr habt sozusagen recherchiert, ihr habt zwei tolle Illustratorinnen dann mitgebracht und die arbeiten jetzt, glaube ich, gerade daran, diesen Comic zu gestalten. Und warum ich das Projekt so wunderbar finde, ist auch, dass wir also nicht nur überlegt haben, wie wir die jungen Leute hier reinholen durch Workshops, durch eine Online-Partizipation, sondern dass wir ja auch gemeinsam überlegt haben, wie wir dafür sorgen, dass diese Themen dann auch irgendwie dahin kommen, wo sie hingehören, nämlich in die Politik. Ja. Das heißt, wir haben jetzt Termine mit, weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber tun wir jetzt einfach, Lars Klingbeil und Herrn Brinkhaus von der CDU, genau, dem Fraktionsvorsitzenden, die sich
Zeit nehmen, die jungen Leute empfangen und wir haben dann die Möglichkeit, diese Charta mit den konkreten Forderungen auch an relevanter Stelle sozusagen zu überreichen. Also was ich ja auch so schön fand, wir haben ja auch versucht, die Teilnehmer dann zu suchen und haben das ja auch ausgeschrieben und haben darum gebeten um Rückmeldung und wer möchte da mitmachen bei den Workshops auch, die in Berlin stattgefunden haben, hast du ja gerade gesagt. Was ich ganz toll fand bei der ganzen Sache war zum einen, dass das Interesse an Europa als Idee auf jeden Fall noch da ist. Also es ist nicht etwas, was total weit weg ist. Wir haben ja bei jeder Wahl immer das Problem der Europawahl, da haben wir eine Wahlbeteiligung, die eklatant niedriger ist als bei anderen Wahlen beispielsweise. Aber man sieht die Idee, die Leidenschaft und so weiter, das Interesse wäre da, ist da. Man muss nur die Leute entsprechend ansprechen. Und vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was so dein Eindruck war. Es war ja eine total bunte Zusammensetzung auch, was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer angeht. Gibt es für dich irgendwie so ein Thema, wo du gesagt hast, okay, das hatte ich jetzt eigentlich gar nicht so auf dem Schirm. Ich meine, klar, Umweltschutz ist das eine, Digitalisierung und so weiter. Thema Urheberrecht ist ja auch ein europäisches Thema, ganz groß in der Diskussion im Moment. Aber gibt es irgendein Thema, wo du sagst, okay, das hatte ich jetzt eigentlich noch nicht auf der Agenda. Das ist jetzt eigentlich erst durch diese Arbeit mit den jungen Menschen direkt in die Diskussion eingeflossen. Muss sagen, dass die Themen, die in der Charta jetzt drin sind, schon so das widerspiegeln, was ich jetzt auch ein bisschen erwartet hätte, dass jetzt ausgerechnet Umweltschutz so weit nach oben kommt, das hat mich überrascht. Mhm. Am Ende dann aber doch auch wieder nicht, wenn man sieht, was gerade mit Fridays for Future passiert. Ja. Und dass die Digitalisierung sozusagen als eigener Komplex, als eigener Themenkomplex da nochmal definiert wurde, das fand ich spannend. Mhm. Was mich in dem Workshop wirklich nochmal zum Nachdenken gebracht hat, war das Thema, dass die jungen Leute bewusst gesagt haben, wir müssen aber die ganze Charta auch gendern. Mhm. Also man hört ja so oft, dass das irgendwie von irgendwelchen, Intellektuellen oder irgendwie, dass das ja alles völlig unnötig ist. Und ich glaube aber, dass dieses Bewusstsein, gerade auch in der Sprache darauf zu achten, dass es halt nicht nur männliche Formen sind, dass das bei den jungen Leuten ankommt. Und vielleicht noch ein Punkt dazu, was auch interessant ist. Wir haben gerade als TUI Stiftung letzte Woche Freitag ja die aktuelle Jugendstudie vorgestellt, wo wir 8000 Leute in ganz Europa in 11 Ländern befragt haben. Und da kam zum Beispiel raus, erstens, die Themen, die die jungen Leute am meisten beschäftigen, sind Migration und Umwelt. Wir haben gesehen, dass die Begeisterung für Europa, genau wie du sagst, immer noch da ist. Mhm. Die Leute wollen eigentlich mehr Integration. Das kam da raus. Wenn man dann aber fragt, ob sie glauben, dass sie kommt, dann sagen sie, die Hoffnung haben sie nicht. Mhm. Und ich glaube, das Schöne ist, dass man in der Charta im Prinzip diese Themen und viele andere Sachen, die wir in der Jugendstudie sozusagen empirisch erarbeitet haben, dass die von diesen jungen Leuten durch den Wettbewerb und den Workshop in der Charta sich so widerspiegeln, ohne dass sie die Fragen der Jugendstudie kannten oder die Ergebnisse. Ja? Mhm. Also das passt irgendwie ganz gut zusammen. Jetzt hast du schon gesagt, es wird jetzt natürlich an die Politik weitergegeben, was da herausgekommen ist, auch ganz konkret im Sinne dieser Charta, die da überreicht wird. Wie geht's für dich, wie geht's für euch auch jetzt thematisch weiter mit dem Thema Europa? Also ist jetzt, sagt ihr jetzt, okay, jetzt haben wir dieses Projekt gemacht, ganz nett, das Interesse ist da, jetzt haben wir das in die Politik übergeben, das soll niemand machen. Mhm. Oder sagt ihr, okay, wir müssen uns aber trotzdem weiter um dieses Thema auch kümmern. Wir sind ja eine Stiftung, die im Zusammenhang mit einem Unternehmen steht. Es gibt politische Stiftungen, die haben auch immer wieder mal Probleme, Diskussionen voranzutreiben, zu platzieren, auch in der Öffentlichkeit zu platzieren. Wie macht ihr das? Wie sagt ihr oder wie behaltet ihr jetzt das Thema Europa sozusagen im Blick? Wir sind ja eine unabhängige Stiftung. Also wir tragen zwar TUI im Namen, aber am Ende entscheidet ja die Stiftung und ihre Gremien, da gibt es ein Kuratorium darüber, was wir machen. Und die Stiftung hat eine Umorientierung hinter sich und ich glaube jetzt so 3 Jahre ungefähr. Und das Thema der Stiftung ist jetzt nun mal Europa und junge Leute, junge Leute für Europa begeistern. Und natürlich machen wir da auch weiter. Ja? Die Jugendstudie haben wir jetzt zum 3. Mal gemacht. Das zeigt ja, dass wir an solchen Projekten dann auch dranbleiben. Wir haben dieses Jahr ein wunderbares Projekt in Dresden, Darmstadt und Köln gemacht, wo wir bewusst in Nachbarschaften und Jugendzentren gegangen sind, wo man sagen würde, dass es für Jugendliche eher schwierig an politische Bildung zu Europa zu kommen, haben da Projekte gemacht.
Auch das sind wir gerade in den Planungen, wie wir das fortführen können. Also da wird es wird weitergehen. Mhm. Es wird weitere Projekte geben. Und ich habe, wir haben jetzt das Projekt, was wir jetzt gut zu Ende führen wollen. Und ich denke, dann werden wir auch wieder überlegen, was wir wahrscheinlich auch gemeinsam nochmal weitermachen können. Das hört sich gut an. Ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch, für deine Worte. Vielleicht noch ganz kurz zur Info. Es gibt hier bei uns am Stand diese wunderschönen Postkarten. Die könnt ihr verschicken. Das wäre deswegen ganz notwendig und toll, weil da hinten drauf ist nämlich ein kleiner Hinweis. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Da steht drauf, geh wählen. Und genau das sollt ihr unbedingt tun. Am 25. Mai bei der Europawahl geht wählen. Auf jeden Fall. Ganz, ganz wichtig. Lieber Christian, vielen Dank. Danke dir. Noch eine tolle Zeit auf der Republika. Bis dann. Ciao, ciao.